Und als Abraham von seinem Herrn durch Worte geprüft wurde und er diese vollbrachte, da sprach er: Ich werde dich zu einem Iman für die Menschen machen. Da bat Abraham auch von meiner Nachkommenschaft. Er sprach: Mein Versprechen erstreckt sich nicht auf die, die Unrecht tun. Und als wir das Haus zu einem Ort der Einkehr für die Menschen machten, sowie zu einer Sicherheit, sprachen wir: Nehmt euch die Stätte Abrahams zum Gebetsort. Und wir haben Abraham und Israel auferlegt: Reinigt mein Haus für die es umkreisenden und sich dorthin zurückziehenden, die sich verneigenden und sich niederwerfenden. Und als Abraham sagte: Mein Herr, mach dies zu einem sicheren Ort und gib Früchte den dort Wohnenden, wer von ihnen an Allah und den jüngsten Tag glaubt, sagte er: Auch den, der ungläubig ist, werde ich für kurze Zeit versorgen, alsdann ihn ausliefern der Bestrafung des Feuers. Und welch ein schlechtes Los ist das! Und als Abraham mit Ismael die Grundmauern des Hauses errichtete, sagte er: Unser Herr, nimm von uns an, denn wahrlich, du bist der Allhörende, der Allwissende. Und, unser Herr, mach uns dir ergeben und aus unserer Nachkommenschaft eine Gemeinde, die dir ergeben ist. Und zeige uns, wie wir dich anbeten sollen, und wende uns deine Gnade wieder zu, denn wahrlich, du bist der gnädig sich wieder zuwendende, der Barmherzige. Und, unser Herr, erwecke unter ihnen einen Gesandten aus ihrer Mitte, der ihnen deine Worte verliest und sie das Buch und die Weisheit lehrt und sie läutert. Denn wahrlich, du bist der Allmächtige, der Allweise. Und wer verschmäht den Glauben Abrahams außer dem, der sich selbst zum Toren macht? Denn wir hatten ihn bereits im Diesseits auserwählt und im Jenseits wird er gewiss unter den Rechtschaffenen sein. Als sein Herr zu ihm sagte: Ergib dich, sagte er: Ich ergebe mich dem Herrn der Welten. Und Abraham befahl es seinen Söhnen an, und ebenso Jakob: Meine Söhne, Allah hat für euch die Religion auserwählt, deshalb sterbt nicht anders, als Allah ergeben zu sein. Wart ihr etwa Zeugen, als Jakob im Sterben lag, als er zu seinen Söhnen sagte: Wem werdet ihr dienen, wenn ich weg bin? Sagten sie: Wir dienen deinem Gott, dem Gott deiner Väter Abraham, Ismael und Isaak, dem einzigen Gott, und ihm sind wir ergeben. Dies ist eine Gemeinde der Vergangenheit. Ihr wird zuteil, was sie sich erworben hat, und euch wird zuteil, was ihr euch erworben habt. Und ihr werdet nicht für das verantwortlich sein, was jene getan haben. Und sie sagen: Seid ihr Juden oder Christen, dann werdet ihr recht geleitet sein. Sprich: Nein, wir befolgen die Religion Abrahams, der rechtgläubig war und nicht den Götzenanbetern angehörte. Sprecht: Wir glauben an Allah und an das, was uns herabgesandt worden ist und was Abraham, Ismael, Isaak, Jakob und den Stämmen Israels herabgesandt wurde und was Moses und Jesus gegeben wurde und was den Propheten von ihrem Herrn gegeben worden ist. Wir machen zwischen ihnen keinen Unterschied und ihm sind wir ergeben. Wenn sie so glauben, wie ihr glaubt, dann werden sie recht geleitet sein. Wenn sie sich aber abwenden, so sind sie nur in Abspaltung geraten. Doch Allah wird dir wieder sie genügen. Und er ist der Allhörende, der Allwissende. Dies ist unsere Identität von Allah. Und wer hat eine schönere Identitätsgebung als Allah? Und ihm dienen wir. Sprich: Wollt ihr etwa mit uns über Allah streiten, wo er unser Herr und euer Herr ist? Doch wir haben unsere Taten und ihr habt eure Taten. Und ihm sind wir aufrichtig zugetan. Oder wollt ihr etwa sagen, dass Abraham, Ismael, Isaak, Jakob und die Stämme Israels Juden oder Christen waren? Sprich, wisset ihr es besser oder Allah? Und wer ist ungerechter als derjenige, der ein Zeugnis verbirgt, das er von Allah erhalten hat? Und Allah ist dessen nicht achtlos, was ihr tut. Dies ist eine Gemeinde der Vergangenheit. Ihr wird zuteil, was sie sich erworben hat, und euch wird zuteil, was ihr euch erworben habt. Und ihr werdet nicht für das verantwortlich sein, was jene getan haben. Die Toren unter den Menschen werden sagen: Was hat sie bewogen, sich von ihrer Kibla abzuwenden, nach der sie sich bisher gerichtet hatten? Sprich:
Allah gehört der Osten und der Westen. Er leitet, wen er will, zu einem geraden Weg. Und so machten wir euch zu einer Gemeinde von redlicher Gesinnung, auf dass ihr Zeugen seid über die Menschen und auf dass der Gesandte Zeuge sei über euch. Und wir haben die Kibla, nach der du dich bisher gerichtet hattest, nur gemacht, damit wir denjenigen, der dem Gesandten folgt, von demjenigen unterscheiden, der auf seinen Fersen eine Kleidwendung macht. Und dies war wahrlich schwer, außer für diejenigen, die Allah recht geleitet hat. Und es ist nicht Allah, der euren Glauben verloren gehen lässt. Wahrlich, Allah ist gegenüber den Menschen mitleidig, barmherzig. Wir sehen, wie dein Gesicht sich dem Himmel suchend zukehrt, und wir werden dich nun zu einer Kibla wenden, mit der du zufrieden sein wirst. So wende dein Gesicht in Richtung der heiligen Moschee, und wo immer ihr auch seid, wendet eure Gesichter in ihre Richtung. Diejenigen, denen das Buch gegeben wurde, wissen bestimmt, dass es die Wahrheit von ihrem Herrn ist. Und Allah ist dessen nicht achtlos, was sie tun. Doch wenn du denjenigen, denen das Buch gegeben wurde, alle Beweise prächtest, würden sie deine Kibla nicht befolgen. Und du befolgst ihre Kibla nicht. Sie befolgen ja selbst untereinander ihre jeweilige Kibla nicht. Doch solltest du ihrem Ansinnen folgen, nach dem, was dir an Wissen zugekommen ist, so würdest du bestimmt zu denen gehören, die Unrecht tun. Diejenigen, denen wir das Buch gegeben haben, kennen es, wie sie ihre eigenen Söhne kennen. Und dennoch verbergen einige von ihnen die Wahrheit, wo sie sie doch kennen. Dies ist die Wahrheit von deinem Herrn. Darum sei nicht einer von denen, die daran zweifeln. Jeder hat eine Richtung, der er sich zuwendet. So wetteifert miteinander in guten Werken. Wo immer ihr auch seid, Allah wird euch allesamt zusammenführen. Wahrlich, Allah hat Macht über alle Dinge. Und von wo du auch herkommst, wende dein Gesicht in Richtung der heiligen Moschee, denn dies ist gewiss die Wahrheit von deinem Herrn. Und Allah ist dessen nicht achtlos, was ihr tut. Und von wo du auch herkommst, wende dein Gesicht in Richtung der heiligen Moschee. Und wo immer ihr auch seid, wendet eure Gesichter in ihre Richtung, damit die Menschen keinen Beweisgrund gegen euch haben, außer denjenigen unter ihnen, die Unrecht tun. So fürchtet nicht sie, sondern fürchtet mich. Und damit ich meine Gnade an euch vollende, und damit ihr euch vielleicht werdet recht leiten lassen. So wie wir unter euch einen Gesandten aus eurer Mitte erstehen ließen, der euch unsere Verse verliest und euch läutert und euch das Buch und die Weisheit lehrt und euch lehrt, was ihr nicht wusstet. So gedenkt also meiner, damit ich euer gedenke, und seid mir dankbar und verleugnet mich nicht. O ihr, die ihr glaubt, sucht Hilfe in der Geduld und im Gebet. Wahrlich, Allah ist mit den Geduldigen. Und nennt nicht diejenigen, die auf Allahs Weg getötet wurden, Tote, denn sie leben, ihr aber nehmt es nicht wahr. Und gewiss werden wir euch prüfen durch etwas Angst, Hunger und Minderung an Besitz, Menschenleben und Früchten. Doch verkündet den Geduldigen eine frohe Botschaft, die, wenn sie ein Unglück trifft, sagen, wir gehören Allah und zu ihm kehren wir zurück. Auf diese lässt ihr Herr Segnung und Barmherzigkeit herab, und diese werden recht geleitet sein. Wahrlich, As-Safa und Al-Marwa gehören zu den Kultstätten Allahs. Und wer zu dem Hause pilgert oder die Umrah vollzieht, für den ist es kein Vergehen, wenn er zwischen beiden hin und her schreitet. Und wenn einer freiwillig Gutes tut, so ist Allah erkenntlich, allwissend. Diejenigen, die verbergen, was wir von den klaren Beweisen und der Rechtleitung herabsandten, nachdem wir es den Menschen im Buch erklärt hatten, diese verflucht Allah und diese verfluchen auch die Fluchenden. Außer denjenigen, die sich reuevoll zuwenden, sich bessern und klarstellen. Denen wende ich meine Gnade wieder zu, denn ich bin der gnädig sich wieder zuwendende, der Barmherzige. Wahrlich, diejenigen, die ungläubig sind und in ihrem Unglauben sterben, auf denen lastet der Fluch Allahs und der Engel und der Menschen insgesamt. Darin werden sie ewig sein. Die Strafe wird ihnen nicht erleichtert und es wird ihnen kein Aufschub gewährt. Euer Gott ist ein einziger Gott. Es ist kein Gott außer ihm, dem sich Erbarmenden, dem Barmherzigen. Wahrlich, im Erschaffen der Himmel und der Erde und im Wechsel von Nacht und Tag und in den Schiffen, die im Meer fahren, mit dem,
was den Menschen nützt, und in dem, was Allah vom Himmel an Wasser herniedersandte. Und er gab der Erde damit Leben, nachdem sie tot war, und ließ auf ihr allerlei Getier sich ausbreiten. Und im Wechsel der Winde und den dienstbaren Wolken zwischen Himmel und Erde, in all dem sind Zeichen für Leute, die begreifen. Und es gibt unter den Menschen einige, die sich außer Allah seinesgleichen zum Anbeten nehmen und lieben, wie man nur Allah lieben soll. Die aber, die glauben, lieben Allah noch mehr. Und wenn doch nur diejenigen, die Unrecht tun, angesichts der Strafe sehen könnten, dass die Macht gänzlich bei Allah ist und dass Allah streng in der Bestrafung ist. Dereinst, wenn sich diejenigen, denen im Diesseits gefolgt wurde, von jenen lossagen, die ihnen gefolgt sind, und sie die Strafe sehen, während ihnen die Bindungen abgeschnitten sind. Und wenn diejenigen, die ihnen gefolgt sind, sagen, wenn wir zurückkehren könnten, so würden wir uns von ihnen lossagen, wie sie sich von uns losgesagt haben. So zeigt ihnen Allah ihre Taten als gramvolle Reue, und sie kommen aus dem Feuer nicht heraus. O ihr Menschen, esst von dem, was es auf der Erde an Erlaubtem und Guten gibt, und folgt nicht den Fußstapfen des Satans, denn er ist euer offenkundiger Feind. Er gebietet euch nur Böses und Abscheuliches, und dass ihr über Allah sagen sollt, was ihr nicht wisset. Und wenn ihnen gesagt wird, folgt dem, was Allah herabgesandt hat, so sagen sie, nein, wir folgen dem, bei dem wir unsere Väter vorgefunden haben. Auch wenn ihre Väter nichts begriffen hätten und nicht rechtgeleitet gewesen wären? Das Gleichnis derjenigen, die ungläubig sind, ist wie das Gleichnis derjenigen, die irgendein Tier anschreien, das nicht hört, außer Lauten und Zurufen. Taub, stumm und blind sind sie, darum begreifen sie nichts. O ihr, die ihr glaubt, esst von den guten Dingen, die wir euch bereitet haben, und seid Allah dankbar, wenn ihr ihm allein dient. Verboten hat er euch nur den Genuss von natürlich verendetem Blut, Schweinefleisch und dem, worüber etwas anderes als Allah angerufen worden ist. Wenn aber jemand dazu gezwungen ist, ohne es zu begehren und ohne das Maß zu überschreiten, so trifft ihn keine Schuld. Wahrlich, Allah ist allverzeihend, barmherzig. Diejenigen, die verbergen, was Allah von dem Buch herabgesandt hat, und es um einen geringen Preis verkaufen, diese verzehren in ihren Bäuchen nichts als Feuer. Und Allah wird zu ihnen am Tage der Auferstehung weder sprechen, noch wird er sie läutern. Und ihnen wird eine schmerzliche Strafe zuteil sein. Sie sind es, die den Irrtum für die Rechtleitung erkauft haben und die Strafe für die Vergebung. Wie können sie dem Feuer gegenüber standhaft sein? Dies geschieht darum, weil Allah das Buch mit der Wahrheit herabgesandt hat. Und diejenigen, die sich über das Buch streiten, befinden sich gewiss in weiter Abspaltung. Es ist keine Frömmigkeit, wenn ihr eure Angesichter in Richtung Osten oder Westen wendet. Frömmigkeit ist vielmehr, dass man an Allah glaubt, den jüngsten Tag, die Engel, das Buch und die Propheten und vom Besitz, obwohl man ihn liebt, den Verwandten gibt, den Weisen, den Armen, dem Sohn des Weges, den Bettlern und für den Freikauf von Sklaven. Dass man das Gebet verrichtet und die Zakat entrichtet. Es sind diejenigen, die ihr Versprechen einhalten, wenn sie es gegeben haben. Und diejenigen, die in Elend, Not und in Kriegszeiten geduldig sind. Sie sind es, die wahrhaftig und gottesfürchtig sind. O ihr, die ihr glaubt, es ist euch die Wiedervergeltung vorgeschrieben für die Getöteten, der Freie für den Freien, der Sklave für den Sklaven, das Weibliche für das Weibliche. Doch wenn jemand von seinem Bruder etwas vergeben wird, so soll der Vollzug auf geziemende Art und die Leistung ihm gegenüber auf wohltätige Weise geschehen. Dies ist eine Erleichterung von eurem Herrn und eine Barmherzigkeit. Wer nun von jetzt an die Gesetze übertritt, dem wird eine schmerzliche Strafe zuteil sein. In der Wiedervergeltung ist Leben für euch, o ihr, die ihr einsichtig seid. Vielleicht werdet ihr Allah fürchten. Es ist euch vorgeschrieben, dass wenn sich bei einem von euch der Tod einstellt, sofern er gut hinterlässt, den Eltern und den Verwandten auf geziemende Art ein Vermächtnis gemacht wird. Dies ist eine Verpflichtung gegenüber den Gottesfürchtigen. Doch wer es umändert, nachdem er es gehört hat, so liegt die Schuld dafür nur bei denen, die es umändern. Wahrlich, Allah ist allhörend, allwissend.
Wer aber seitens des Erblassers Unrecht oder Vergehen befürchtet und zwischen ihnen Frieden stiftet, so trifft ihn keine Schuld. Wahrlich, Allah ist allverzeihend, barmherzig. O ihr, die ihr glaubt, das Fasten ist euch vorgeschrieben, so wie es denen vorgeschrieben war, die vor euch waren. Vielleicht werdet ihr Allah fürchten. Es sind nur abgezählte Tage, und wer von euch krank ist und sich auf einer Reise befindet, soll eine Anzahl anderer Tage fasten. Und denen, die es mit großer Mühe ertragen können, ist als Ersatz die Speisung eines Armen auferlegt. Und wenn jemand freiwillig Gutes tut, so ist es besser für ihn. Und dass ihr fastet, ist besser für euch, wenn ihr es nur wüsstet. Der Monat Ramadan ist es, in dem der Koran als Rechtleitung für die Menschen herabgesandt worden ist und als klarer Beweis der Rechtleitung und Unterscheidung. Wer also von euch in dem Monat zugegen ist, der soll ihn fasten. Und wer krank ist oder sich auf einer Reise befindet, soll eine Anzahl anderer Tage fasten. Allah will es euch leicht, er will es euch nicht schwer machen, damit ihr die Frist vollendet und Allah rühmt, dass er euch geleitet hat. Vielleicht werdet ihr dankbar sein. Und wenn dich meine Diener über mich befragen, so bin ich euch nahe. Ich höre den Ruf des Rufenden, wenn er mich ruft. Deshalb sollen sie auf mich hören und an mich glauben. Vielleicht werden sie den rechten Weg einschlagen. Es ist euch erlaubt, euch in der Nacht des Fastens euren Frauen zu nähern. Sie sind Geborgenheit für euch und ihr seid Geborgenheit für sie. Allah weiß, dass ihr gegen euch selbst trügerisch gehandelt habt und er wandte euch seine Gnade wieder zu und vergab euch. So pflegt nun Verkehr mit ihnen und trachtet nach dem, was Allah für euch bestimmt hat. Und esst und trinkt, bis der weiße Faden von dem schwarzen Faden der Morgendämmerung für euch erkennbar wird. Danach vollendet das Fasten bis zur Nacht und pflegt keinen Verkehr mit ihnen, während ihr euch in die Moscheen zurückgezogen habt. Dies sind die Schranken Allahs, so kommt ihnen nicht nah. So erklärt Allah den Menschen seine Zeichen. Vielleicht werden sie ihn fürchten. Und verschlingt nicht euren Besitz untereinander in ungerechter Weise und bietet ihn nicht den Behörden zur Bestechung an, um einen Teil vom Besitz der Menschen in sündhafter Weise zu verschlingen, wo ihr doch wisst. Sie fragen dich nach den Neumonden, sprich, sie sind festgesetzte Zeiten für die Menschen und den Hadsch. Und es ist keine Frömmigkeit, wenn ihr Häuser von der Rückseite betretet. Frömmigkeit ist vielmehr, Allah zu fürchten. So geht in die Häuser durch ihre Türen hinein und fürchtet Allah. Vielleicht werdet ihr erfolgreich sein. Und kämpft auf dem Weg Allahs gegen diejenigen, die gegen euch kämpfen. Doch übertretet nicht. Wahrlich, Allah liebt nicht diejenigen, die übertreten. Und tötet sie, wo immer ihr auf sie stoßt. Und vertreibt sie, von wo sie euch vertrieben haben. Denn die Verführung zum Unglauben ist schlimmer als das Töten. Und kämpft nicht gegen sie bei der heiligen Moschee, bis sie dort gegen euch kämpfen. Wenn sie aber gegen euch kämpfen, dann tötet sie. Solcher Art ist der Lohn der Ungläubigen. Wenn sie aber aufhören, so ist Allah allverzeihend, barmherzig. Und kämpft gegen sie, bis es keine Verwirrung mehr gibt und die Religion Allah gehört. Wenn sie aber aufhören, so soll es keine Gewalttätigkeit geben, außer gegen diejenigen, die Unrecht tun. Der heilige Monat ist für den heiligen Monat. Und für die geschützten Dinge ist Wiedervergeltung bestimmt. Wer nun gegen euch gewalttätig handelt, gegen den handelt in gleichem Maße gewalttätig, wie er gegen euch gewalttätig war. Und fürchtet Allah und wisset, dass Allah mit den Gottesfürchtigen ist. Und spendet auf dem Weg Allahs. Und stürzt euch nicht mit eigenen Händen ins Verderben und tut Gutes. Wahrlich, Allah liebt diejenigen, die Gutes tun. Und vollendet den Hadsch. Und die Umrah für Allah. Und wenn ihr daran gehindert werdet, so bringt ein Opfertier dar, das euch zu Opfern leicht fällt. Und schert nicht eure Häupter, bis das Opfertier seinen Bestimmungsort erreicht hat. Und wer von euch krank ist oder an seinem Haupt ein Leiden hat, der soll Ersatz leisten durch Fasten, Mildtätigkeit oder Darbringen eines Schlachtopfers. Und wenn ihr euch sicher fühlt, dann soll der, der die Umrah mit dem Hadsch vollziehen möchte, ein Opfertier darbringen, das ihm zu Opfern leicht fällt. Und wer keines zu finden vermag, soll 3 Tage während des Hadsch fasten und 7, wenn ihr zurückgekehrt seid.
Dies sind 10 insgesamt. Dies gilt für den, dessen Angehörige nicht nahe der heiligen Moschee wohnen. Und seid gottesfürchtig und wisset, dass Allah streng ist im Strafen. Für den Hadsch sind bekannte Monate vorgesehen. Wer sich in ihnen zum Hadsch entschlossen hat, der enthalte sich des Beischlafs und begehe weder Frevel noch unziemliche Rede während des Hadsch. Und was ihr an Gutem tut, Allah weiß es und sorgt für die Reise. Doch wahrlich, die beste Vorsorge ist Gottesfurcht. Und fürchtet mich, o ihr, die ihr einsichtig seid. Es ist kein Vergehen von euch, wenn ihr nach der Gunst eures Herrn durch Handelsgewinn strebt. Und wenn ihr von Arafat herbeieilt, dann gedenkt Allahs bei allem Maß Ari la Ram und gedenkt seiner, wie er euch recht geleitet hat, obwohl ihr wahrlich vor dem unter jenen waret, die irre gingen. Dann eilt dorthin weiter, von wo die Menschen weiter eilen, und bittet Allah um Vergebung. Wahrlich, Allah ist allverzeihend, barmherzig. Und wenn ihr eure heiligen Riten beendet habt, dann gedenkt Allahs, so wie ihr eurer Väter zu gedenken pflegt, oder vielmehr mit noch stärkerem Gedenken. Und unter den Menschen sind welche, die sagen, unser Herr, gib uns Gutes in dieser Welt. Doch haben sie nicht im Jenseits Anteil am Guten. Und unter ihnen sind manche, die sagen, unser Herr, gib uns in dieser Welt Gutes und im Jenseits Gutes und verschone uns von der Strafe des Feuers. Diesen wird ein Anteil von dem gewährt, was sie erworben haben, und Allah ist schnell im Abrechnen. Und gedenkt Allahs während einer bestimmten Anzahl von Tagen. Und wer eilig in 2 Tagen aufbricht, den trifft keine Schuld. Und wer länger bleibt, den trifft keine Schuld, wenn er gottesfürchtig ist. Und fürchtet Allah und wisset, dass ihr zu ihm geführt werdet. Und unter den Menschen gibt es manch einen, dessen Rede über diese Welt dich in Verwunderung versetzen mag. Und er ruft Allah zum Zeugen an für das, was in seinem Herzen ist. Und dabei ist er der streitsüchtigste Widersacher. Wenn er sich abwendet, bemüht er sich, überall auf der Erde Unheil zu stiften und vernichtet das Ackerland und die Nachkommenschaft. Und Allah liebt das Unheil nicht. Und wenn ihm gesagt wird, fürchte Allah, überwältigt ihn sündhafter Stolz. Jahannam ist ein angemessenes Entgelt für ihn. Was für eine schlechte Ruhestätte. Und unter den Menschen ist manch einer, der sich selbst hergibt im Verlangen nach Allahs Wohlgefallen. Und Allah ist wahrlich gütig gegen die Diener. O ihr, die ihr glaubt, tretet allesamt ein in das Heil und folgt nicht den Fußstapfen Satans. Wahrlich, er ist euer offenkundiger Feind. Und wenn ihr straucheln solltet, nachdem die Beweise zu euch gekommen sind, dann wisset, dass Allah allmächtig ist und allweise. Erwarten sie etwa, dass Allah ihnen beschirmt von Wolken erscheine und mit ihm die Engel? Doch dann ist die Sache schon entschieden und zu Allah werden alle Dinge zurückgeführt. Frage die Kinder Israels, wie viel klare Beweise wir ihnen gegeben haben. Doch wer die Gnade Allahs eintauscht, nachdem sie ihm zuteil geworden ist, dann ist Allah wahrlich streng im Strafen. Anziehend erscheint denen, die ungläubig sind, das diesseitige Leben. Und sie verhöhnen diejenigen, die glauben. Doch diejenigen, die gottesfürchtig sind, werden am Tag der Auferstehung über ihnen stehen. Und Allah beschert, wem er will, ohne Maß. Die Menschen waren eine einzige Gemeinschaft. Dann entsandte Allah die Propheten als Bringer frohe Botschaft und als Warner. Und er offenbarte ihnen das Buch mit der Wahrheit, um zwischen den Menschen zu richten über das, worüber sie uneins waren. Uneins aber waren nur jene, denen es gegeben wurde, nachdem klare Beweise zu ihnen gekommen waren, aus Missgunst untereinander. Doch Allah leitet mit seiner Erlaubnis diejenigen, die gläubig sind, zur Wahrheit, über die sie uneins waren. Und Allah leitet, wen er will, auf einem geraden Weg. Oder meint ihr etwa, ihr würdet ins Paradies eingehen, ohne dass etwas Ähnliches über euch gekommen sei, wie über diejenigen, die vor euch dahin gegangen sind? Not und Unheil erfasste sie, und sie sind erschüttert worden, bis der Gesandte und diejenigen, die mit ihm gläubig waren, sagten, wann kommt die Hilfe Allahs? Doch wahrlich, Allahs Hilfe ist nah. Sie befragen dich, was sie spenden sollen. Sprich,
Was immer ihr spendet an Gutem, das sei für die Eltern und Verwandten und die Waisen und die Armen und den Sohn des Weges. Und was immer ihr an Gutem tut, wahrlich, Allah weiß es wohl. Zu kämpfen ist euch vorgeschrieben, auch wenn es euch widerwärtig ist. Doch es mag sein, dass euch etwas widerwärtig ist, was gut für euch ist. Und es mag sein, dass euch etwas lieb ist, was übel für euch ist. Und Allah weiß es, doch ihr wisset es nicht. Sie befragen dich über das Kämpfen im heiligen Monat. Sprich, das Kämpfen in ihm ist schwerwiegend. Doch das Abbringen vom Weg Allahs und nicht an ihn zu glauben und den Zutritt zur heiligen Moschee zu verwehren und deren Bewohner daraus zu vertreiben, ist schwerwiegender vor Allah. Und die Verführung ist schwerwiegender als Töten. Und sie werden nicht ablassen, gegen euch zu kämpfen, bis sie euch von eurem Glauben abbringen, wenn sie dazu imstande sind. Wer sich aber von euch von seinem Glauben abbringen lässt und als Ungläubiger stirbt, das sind diejenigen, deren Taten wertlos sein werden in dieser Welt und im Jenseits. Sie werden die Bewohner des Feuers sein und darin werden sie ewig verweilen. Wahrlich, jene, die glauben und ausgewandert sind und sich auf dem Weg Allahs mit aller Kraft einsetzen, die sind es, die auf die Barmherzigkeit Allahs hoffen. Und Allah ist allverzeihend, barmherzig. Sie befragen dich über Berauschtes und Glücksspiel. Sprich, in beiden liegt großes Übel und Nutzen für die Menschen. Doch ihr Übel ist größer als ihr Nutzen. Und sie fragen dich, was sie spenden sollen. Sprich, den Überschuss. So macht euch Allah die Zeichen klar, damit ihr nachdenken möget. Über diese Welt und das Jenseits. Sie befragen dich über die Weisen. Sprich, ihre Lage zu verbessern ist gut. Und wenn ihr ihre Angelegenheiten mit den euren zusammentut, so sind sie eure Geschwister. Und Allah weiß den Unheilsstifter von dem zu unterscheiden, der Gutes tut. Und wenn Allah es gewollt hätte, hätte er euch in Bedrängnis gebracht. Wahrlich, Allah ist allmächtig, allweise. Und heiratet keine Götzenanbeterin, ehe sie glauben. Und eine gläubige Dienerin ist besser als eine Götzenanbeterin, mag sie euch noch so gut gefallen. Und verheiratet nicht gläubige Frauen mit Götzenanbetern, ehe sie glauben. Und ein gläubiger Diener ist besser als ein Götzenanbeter, mag er euch auch noch so gut gefallen. Jene rufen zum Feuer, doch Allah ruft zum Paradies und zur Verzeihung mit seiner Erlaubnis und macht den Menschen seine Zeichen klar, damit sie seiner gedenken mögen. Und sie befragen dich über die Menstruation. Sprich, sie ist ein Leiden. So haltet euch von den Frauen während der Menstruation fern und kommt ihnen nicht nahe, bis sie rein sind. Und wenn sie rein sind, dann geht zu ihnen, wie Allah es euch geboten hat. Wahrlich, Allah liebt diejenigen, die sich ihm reuevoll zuwenden und die sich reinigen. Eure Frauen sind ein Saatfeld für euch. Darum bestellt euer Saatfeld, wie ihr wollt. Doch schickt Gutes für eure Seelen voraus. Und fürchtet Allah und wisset, dass ihr ihm begegnen werdet. Und verheißet den Gläubigen die frohe Botschaft. Und macht Allah nicht bei euren Schwüren zum Hinderungsgrund, ehrlich und gottesfürchtig zu sein und Frieden zwischen den Menschen zu stiften. Und Allah ist allhörend, allwissend. Allah wird euch nicht Unachtsamkeit in euren Schwüren zum Vorwurf machen, doch macht er euch das zum Vorwurf, was eure Herzen erworben haben. Und Allah ist allverzeihend, nachsichtig.